Bermuda-Dreieck, ein Gebiet im westlichen Atlantik nahe der Südostküste der Vereinigten Staaten, ist Schauplatz geheimnisvoller Vorfälle. Immer wieder verschwinden Schiffe, Flugzeuge, Menschen. 5. Dezember 1945. 5 TBM Avenger-Bomber der amerikanischen Marine verschwinden spurlos auf ihrem Trainingsflug ungefähr 225 Meilen nordöstlich ihres Stützpunktes. Am darauffolgenden Tag wird ein PBM-Marinebomber auf die Suche nach den Vermissten entsandt. Knapp 20 Minuten nach dem Start reißt der Funkkontakt ab. Die Maschine ist wie vom Erdboden verschwunden. Die Suche nach Überlebenden und Wrackteilen der Maschinen bleibt ohne Erfolg. In den kommenden Monaten und Jahren verschwinden weitere 33 Schiffe und Flugzeuge auf die gleiche rätselhafte Weise. Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen scheinen die Vermutung zu bestätigen, dass außerirdische Wesen die Ursache für jene mysteriösen Vorfälle sind. In dieser Bucht ist es vor 20 Jahren passiert. Wo war das? Kannst du dich noch erinnern, Kai? Ja, Professor. Ich sehe es noch vor mir. Grauenvoll. Von dem roten Stern. Los, ich bin Westen. Hier, an dieser Leine ziehst du, wenn du im Wasser bist. Verstanden? Ja. Du musst allen Leuten erzählen, was du hier gesehen hast, Kai. Verstehst du? Kai, hörst du? Aber wieso denn? Alle müssen wissen, dass sie da sind. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Wir kennen doch Ihre Unterwasserbasis. Wann unternehmen wir endlich etwas gegen Sie? Seit Jahren terrorisieren die Außerirdischen das Bermuda-Dreieck. Damals habe ich mir geschworen, mich zu rächen. Aber welche Chance hat ein einzelner Mann mit einem Revolver gegen Sie? Unser magischer Ballermann ist doch fertig. Kai, diese Wesen sind sehr gefährlich, das weißt du. Ihre Mordlust ist ungezügelt. Sie erhalten unaufhörlich Nachschub von ihrem Stern aus dem Weltenraum. Es ist soweit, Kai. Wir setzen den magischen Ballermann ein. Mit dir. Im Ernst? Ja, Kai. Jetzt kannst du zeigen, wie gut dein Training war. Du wirst ihn fliegen. Heute noch. Schau mal darüber. Der Wagen da bringt dich zu ihm, egal wo du dich aufhältst. Du brauchst dich nur reinzusetzen. Und wenn du dort bist, machst du dich mit allem vertraut. Wir erwarten den Angriff jeden Augenblick. Darum herrscht ab jetzt ständig Alarmbereitschaft. Verstanden.
Die Superwaffe. In welchem Entwicklungsstadium befindet sich unser Superrobot? Die letzten Berichte, erhabener Koordinator. Der Robot ist startklar auf der Rampe. Jetzt löschen wir die Erde aus. Erhabener Koordinator, alle Einheiten sind zum Angriff bereit. Ausgezeichnet. Vorwarnung. Angriff bei X-10. Ich bin äußerst zufrieden mit euch. Totale Vernichtung bis zum Ende. Totale Vernichtung! Unterwasserradar meldet Kontakt zu feindlicher Hypereinheit. Na also, ich hab's gewusst, sie kommen. Nur heute sind wir besser vorbereitet. Wir werden uns mit allen Mitteln verteidigen. Ihr seid die Elite, die die Erde von diesen Monstern retten kann. Macht sie fettig! Gemacht! Radarkontakt zu feindlicher Hyperwaffe registriert. Feuerleitzentrale hat Ziel erkannt und Koordination gespeichert. Zentralcomputer an, Kommandant. Alle Antriebs- und Waffensysteme gecheckt. Automatik, Standby. Steuerung schaltet auf Kommandozentrale. Startplattform ausfahren. Letzte Kontrolle vor Auftauchen. SX-1. SX-2 gecheckt und okay. SX-3, die haben Take-Off Clearance. Alles klar, Lee? Gemacht. Mach ihn fertig so. SX-1, ich habe Sichtkontakt. Los, knips ihn aus. Viel Glück. Ausschwärmen. Verstanden. Ausschwärmen. Hey, ihr zwei. Versenkt ihm den Hintern. Nicht übel, ich verlöte ihm den Auspuff.
erhabener Koordinator. Unser Superrobot hat die Jäger fest unter Kontrolle. Warum setzen Sie denn nicht Ihre Superwaffe ein? Haben Sie etwa Angst vor dem Laserstrahlenrad? SX-3 an Zentrale, wir schaffen es nicht, er ist zu stark. Unsere Waffensysteme sind zu schwach. Er rückt näher, wir brauchen Hilfe. Ah! SX-3 hat Treffer an der rechten Tragfläche. Verstanden. Einsatzbefehl für dich. Kai, du bist dran. Alles klar? Ja. Superwaffe in Startpositionen bringen. Druckausgleichsschleuse aktivieren. Aufbaukammer fluten. Also Kai, mach's gut. Und pass auf dich auf. Wird schon werden, Professor. Passiert nur eine kleine Schramme. Naja, weißt ja, Sue, nur Fliegen ist schöner. Na hör mal, wem sagst du das? Mach's gut, Braunauge. Wir haben noch eine Rechnung offen. Schlimmer Bengel. Ich hab's nicht vergessen. Kannst schön sehen. Seinem Alter stehen andere Blechkameraden im Museum. Schön link. Na, warte. Delta-Strahlenwerfer aktivieren. Gelernt ist gelernt. Kai, du hast ihn erwischt! Großartig! Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen diese Superwaffe sofort zerstören. Jawohl!
Wir müssen den Kommandanten finden, ihn eliminieren. Nach meinen Informationen ist er der Einzige, der dieses Waffensystem bedienen kann. Tötet ihn! Zu Befehl! Zu Befehl! Ist hier Karneval? Ha! Mach den kaputt! Na los! Komm schon! Gut festbinden! Okay! Los, komm mit! Bon voyage, Commander! Mit den besten Wünschen vom erhabenen Koordinator! Das sieht aber gar nicht rosig aus für unseren Kai. Oh, ready for takeoff? Oh, Specky! Oho, die Rettung naht. Hände weg von dem Jungen. Das war erst der Anfang. Ich hasse Amateure. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Na Kai, was abgekriegt? Haben Sie denn einen ausgegeben? Kai! Inspektor! Inspektor! Kai, wer war denn das? Ich kann doch nicht alles wissen. Soll ich dir mal was sagen? Sie hat sich fast die Hosen voll gemacht vor Angst. Das ist gar nicht wahr. Und außerdem sollst du nicht petzen, du halbe Portion. Du. Nein, lass mich! Hilfe! Polizei, Inspektor! Meine Schwester spinnt! Hey, Sue! Hä? Ich wollte nur nichts sagen, weil dein Bruder das Hörrohr ausgefahren hatte. Die Kerle waren vom großen Koordinator. Der ist doch genau richtig für uns, hä? Achtung an alle! Sagt er zu Professor, dem Kaninchen, der große Koordinator bereitet einen Angriff vor. Was? Woher hast du diese Information, Kai? Wie kommst du darauf? Nicht. Professor, Kai ist von seinen Geheimdiensttypen fast umgebracht worden. Lee, was tut sich in unserem Frühwarnsystem? Einen Augenblick. Nichts. Ich hab's im Gefühl. Irgendwas liegt in der Luft. Sicher? Schon möglich. Nur... Was sollen wir machen? Wir müssen abwarten. Ich finde, wir dürfen uns nicht einfach provozieren lassen. Sobald er uns angreift, können wir zurückschlagen. Und zwar so, dass ihm die Nieten aus den Hosen fallen. Noch müssen wir warten. Warum sollen wir abwarten, bis er uns alle ausgelöscht hat? Außer mir kann kein anderer den magischen Ballermann bedienen. Und mich hätte er beinahe schon erwischt. Da hast du es ja, Kai. Und gerade deshalb müssen wir viel vorsichtiger sein. Also, er wartet darauf, dass wir Fehler machen. Und gerade das darf nicht geschehen, verstehst du? Kai, hör auf mich. Setz unsere Geheimwaffe niemals ohne meinen Befehl und auf eigene Faust ein, verstanden? Ein Ding! Wenn ihr da unten nicht besser zielen könnt, dann macht's mit der Automatik! Bombenwerfer 1, läuft! Nachricht über Satellit. Amerikanischer Tanker verschwunden. Aha. Lee, Luggy, Sue, fliegt los. Sucht nach Überlebenden und bringt sie hierher. Ihnen werden wir es zeigen. Viel Glück. Wäre es denn nicht besser, mich mit meiner Superwaffe mitspielen zu lassen?
Nein, ich weiß nicht. Professor, merken Sie denn nicht? So ein Tanker kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Möglicherweise ist es eine Falle. Aber so leicht lassen wir uns da nicht reinlegen. Die warten doch nur darauf. Glaub mir, ich weiß, was ich tue. Wir müssen jetzt nur die Nerven behalten. Alles klar, Lee? Mhm. Na dann, hm? Das bist du runter? Mhm. Also ich weiß nicht, das sah aus, als ob ein Büffel da geparkt hat. Das waren keine... Dafür gibt es Beweise. Wieso keine Beweise? Das sind nur Vermutungen. Vermutungen, die wir nicht belegen können. Naja. Am besten wir fragen den Verletzten, wenn er aufwacht. Ich kriege gerade die Nachricht, dass eines unserer U-Boote gesunken ist. Alarmstufe 1, Phase gelb. Kai, du bleibst hier. Die anderen gehen mit mir rüber. Wir machen sie fettig. Alles klar? Ach, Kai. Schön auf den Kaputten aufpassen, ja? Der ist wertvoll. Bin ich die alte Frau mit dem feuchten Lappen, oder wie sehe ich das? Ich bin das beste Pferd im Stall und stehe hier dumm rum. Verdammte Verlade! Dafür darfst du auch den größten Mist machen. Kai, komm mal her. Ich muss dir was zeigen. Komm jetzt runter! Ich will jetzt auch mal! Nicht labern, Nikon! Na los, mach! Fliegt vollautomatisch. Kannst es ja auch mal probieren. Der Pilot ist ganz heiter, geht's doch auch ohne ihn weiter. Und was ist? Der macht sein Nickerchen. Das ist gut. Wer schläft, kündigt nicht. Habe Radarkontakt mit dem Atom-U-Boot. Gib die Meldung weiter. Alpha 23 an Zentrale. Alpha 23 an Zentrale. Alpha 23 kommen. Wir haben das Schiff gefunden. Keine Überlebenden. Geht mal ein bisschen näher ran. Wie ist das denn da oben? Nein, nimm ich auch mal mit. Vorsicht, werft euch auf den Boden, Kinder. Los, haut ab. Komm schnell. Schnell weg. Schnell weg hier. Ja. Ich glaube, ich träume. Leitöl gefahren werden. Ich hätte das Ding eben doch nicht den Ostfriesen klauen sollen. Oh!
wird der Inspektor erstmal sauer, wird er leicht zum Hauer. Wir wackeln die Heide gleich bis nach Lüneburg. Hurra! Danke. Was ist? Alles in Ordnung? Ja, ja, ich glaube schon. Das waren bestimmt wieder die Wurzelzieher vom großen Koordinator. Oh Mann, Specky, der Knabe ist ja ganz allein. Jetzt machen wir aber die Söckchen scharf. Hey, Inspektor, Kai, wo lauft ihr denn hin? Nehmt mich mit! Das ist aus Solingen. Oder aus Hongkong. Nein, nicht! Lass mich los! Hast du ihn da? Weg hier! Schnell, sie haben Charlie mitgenommen. Los, wir müssen den Inspektor holen. Und den Kai auch. Okay, die Kinder sind ganz allein draußen. Ach du dickes Ding. Sie haben Charlie geklaut. Langsam, nicht alle auf einmal. Da waren so Männer mit Helmen. Die haben Charlie geklaut. Das fehlt uns noch. Die Burschen sind ja böser als die Polizei erlaubt und die erlaubt eine Menge. Na fein. Kai, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Das brauche ich dir doch wohl nicht zu erzählen, oder? Damit sind wir den Mann, der uns weiterhelfen sollte, los. Also, ich finde das Ganze gar nicht so schlimm wie die Geschichte mit meiner Schwester, denn die hatte im Grunde genommen gar nichts damit zu tun. Ein kleiner Junge von 12 Jahren geht drauf, bloß weil dieser unfähige Trottel von Polizist nicht in der Lage ist, aufzupassen. Lagi, bitte. Das bringt uns auch nicht weiter, Leute. Wir müssen noch mal ganz von vorne anfangen. Vielleicht finden wir gemeinsam die Lösung. Schaut her. Wir haben das Ding untersucht. Unfallursache ist eindeutig Explosion. Bleibt nur die Frage, ob durch Fremdeinwirkung, oder? Professor, aus welchem Grund hat der große Koordinator die beiden Schiffe versenkt? Was bezweckt er damit? Ich möchte wirklich wissen, was dahinter steckt. Das möchte ich auch gerne wissen. Ich werde ihn fragen. Es ergibt keinen Sinn. Unser Computer glaubt, nach allen vorliegenden Daten, handelt es sich um Provokationen des Feindes. Wie ich höre, sind wir bald in der Lage, anzugreifen? Ja, mein großer Gebieter. Und niemals waren wir mächtiger. Dieses bombensichere Fangnetz haben wir von innen vermint. Das ist ja fabelhaft. Damit ersticken wir ihn in seinen eigenen Waffensystemen. Weiter so! Jawohl! Aufklärer frei zum Abschuss! Ich habe jetzt den Kontakt zum U-Boot ganz deutlich. Na bitte, hör zu. Alarm grün. Wenn ihr es findet, vernichten. Professor, vergessen Sie nicht, die haben die Geisel. Das weiß ich selber. Trotzdem, das ist ein Befehl. Wir machen sie fertig. Gemacht. Professor, soll ich nicht auch mit? Nein. Hauptquartier, kommen. Hauptquartier? Künstliches Gravitationsfeld geortet. Okay. Sieh nach, was da los ist. Geht klar. Superwaffe in Startposition bringen. Druckausgleichsschleuse aktivieren. Aufbaugamma fluten. Mach's gut, Kai. Aber immer, ich starte. Achtung, Wasserbomben. Wir haben keinen Sichtkontakt hier unten. Das gibt's nicht. So, Kinder, jetzt haltet euch fest. Ich versuche erstmal das Kraftfeld zu neutralisieren.
Ich glaube, ich schaffe es. Junge, sei vorsichtig. Ich gebe mir Mühe. Unser Gravitationsfeld verliert an Stabilität. Bricht zusammen. Na also, dann haben wir ihn. An alle, feindliche Superwaffe. Durch taktisches Manöver getäuscht. Startphase 3. Das nützt euch gar nichts, ihr Chaotiker. Kai, was ist los? Kai, Vorsicht! Verdammt! Mein U-Boot hat einen Triesel! Lee, was ist? Die Steuerung! Deine Steuerung. Die sind ja gröber als meine Schwiegermutter. Oh, noch gefehlt. Na, wenn schon. Kai, sofortiger Rücksturz zur Basis. Das war aber verdammt knapp, Professor. Ah, wir haben noch mal Glück gehabt. Beim nächsten Einsatz müssen wir noch vorsichtiger sein. Bis auf Widerruf, Alarmbereitschaft für die Hauptbasis. Lee! Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Ach was, Professor. Du gehst sofort ins Bett. Wir können hier keine Krüppel gebrauchen. Was heißt die Krüppel? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Schluss damit. Glaub mir, du solltest dich noch ein bisschen schonen. Damit ist nicht zu spaßen. Solange sie noch deinen Bruder haben, müssen wir mit allem rechnen. Ich verspreche dir, Sue. Wir werden alles versuchen, um ihn da herauszuholen. Wenn die Ergebnisse des Computers richtig sind, müssen wir innerhalb der nächsten 4 Stunden mit ihrem Angriff rechnen. Diesmal geht es um Leben und Tod. Haltet euch also bereit. Ich bin sehr zufrieden. Macht so weiter. Bald werden wir diese Menschen vernichtet haben. Unser nächster Angriff muss sie so überraschen, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, sich zu wehren. Greift an! Angriff! Alarm! Schutzschild aktivieren! Genau wie ich es geahnt hatte. Sie wollen die Basis angreifen. Das kann gefährlich werden. Sie wollen uns aushungern. In unserer augenblicklichen Lage wäre es das Klügste, abzuwarten. Professor, wir dürfen nicht rumsitzen und Tee trinken. Wir müssen uns verteidigen. Du hast recht. Nur dürfen wir nicht vergessen, dass sie stark sind. Und dass sie im Besitz einer Geisel sind, mit der sie uns jederzeit erpressen können. Trotzdem, macht sie fettig. Wir machen sie fettig. Gemacht. Hey, Sue, pass gut auf. Und mach dir keine Sorgen wegen deines Bruders. Den holen wir raus. Danke. Es sieht so aus, als ob sie nicht mehr funktionsfähig sei, ihre Superwaffe. Im Moment jedenfalls. Unser Augenblick ist gekommen. Das wird unser entscheidender Schlag. Beeilt euch mit dem Waffensystem. Die letzten Checks laufen gerade. Wie lange noch? Ungefähr 2 Stunden. Wir machen so schnell, wie wir können, Professor. Aber die Schäden durch dieses vermiente Fangnetz waren größer, als wir dachten. Ende. Professor, wir sind startklar. Oh.
Viel Glück, Kai. Komm gesund wieder. Viel Glück. Na, warte. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Das war der Anfang. Gefällt dir was? Du Anfänger. So geht das. Wir haben Pech gehabt mit unserem Bombenwerfer. Wir schicken den Spezialzerstörer. Meine Güte, guck dir das an. Das ist ja eine perfekte Kampfmaschine. Na, wenn schon. Knüppel aus dem Sack. Lagi, zu! Kümmere dich nicht um uns, Kai. Los, mach ihn fertig. Wisch ihn weg, drück ab. Kai, beeil dich doch. Nein. Hörst du uns? Nimm auf uns keine Rücksicht. Drück ab. Professor, was soll ich tun? Ich kann sie doch nicht umbringen. So ein Mist. Was sollen wir tun? Sag mal, du kannst doch noch nicht fliegen. Sicher, ich versuch's. Wird schon gehen. Na gut, dann verrate ich dir was. Nimm vorher die Brille ab. Ja, das ist gut. Kai, Lee ist unterwegs. Er wird gleich bei dir sein. Er soll eine Presskohle auflegen. Lagi, verlasst eure Schüssel, aber schnell. Hier ist gleich verdammt viel Action. Okay, das war Lee. Komm. Viel Glück. Kai, die zwei sind raus. Okay. So, Prinz Eisenschmerz, jetzt wird's lustig. Jetzt klopfst du mal ganz lieb an. Und jetzt der liebe Morgenstern. Und jetzt machen wir den kleinen Grillemann. Delta-Strahl. Jetzt gibt's Roboter in eigener Soße. Das ist unfassbar. Wir haben eine unserer besten Kampfeinheiten verloren. Durch Unfähigkeit. Soll das ein Vorwurf sein? Schluss jetzt! Was soll das? Seid ihr verrückt? Anstatt hier zu streiten, solltet ihr lieber kämpfen. Ich will, dass ihr die verdammte Sache zu Ende bringt. Höre, erhabener Koordinator, ich habe da vielleicht eine Idee. Wir brauchen mehr Geiseln, dann können wir sie stärker erpressen und zur Aufgabe zwingen. Bleib stehen, wo du bist. Was wollt ihr? Dein Bruder ist in unserer Gewalt. Wenn du ihn lebendig wiedersehen willst, dann komm zum Tal des Todes. Er lebt? Natürlich lebt er. Noch jedenfalls. Aber ich warne dich. Komm ja alleine. Verstanden? Erzähl keinem was davon, wenn du deinen Bruder wiederhaben willst. Los, kommt!
Das ist doch Sue's Intercom. Was ist denn passiert? Was hast du? Das könnte so passen. Nehmen Sie fest. Los! Los! Fasst mich bloß nicht an, ihr Schweine! Los! Los! Charlie! Komm her! Los, komm das her! Schluss jetzt! Bringt sie weg! Laut unseren Analysen ist es sehr selten. Aha. Aber ich kenne das Gestein. Es heißt Titanium 99. Wo hast du es denn weggefunden? Nicht weit von hier. Aha. Es wäre entsetzlich, wenn dieses Gestein in die Hände unserer Feinde käme. Denn daraus können sie eine Legierung für ihre Roboter schmelzen, die stärker ist als alle anderen. Professor, der Mann, dem ich es abgenommen habe, der sah aus, als ob er in einem Bergwerk arbeiten würde. Aha. Hört mal, ihr beide. Flieg da rüber und check die Gegend ganz genau ab. Gemacht! Vian! Auf die haben wir gewartet! Eine verdammt trostlose Gegend hier. Lagi, gönn dir ein Auge. Guten Tag, liebes Glück. So was habe ich ja noch nie gesehen. Kai, nicht schießen. Erledige ihn so. Leichter gesagt als getan. Naja, ich versuch's. Was heißt das schon wieder? Einer unserer besten Roboter ist außer Gefecht gesetzt worden. Wozu haben wir eigentlich unsere Bergwerke mit dem wertvollen Titanium? Gibt es denn keine geeigneten Wissenschaftler, die mit dem Zeug umzugehen verstehen? Nein, niemand. Das werden wir ändern. Professor, das Ding hier, das habe ich gerade gekriegt, das sieht so aus, als ob vom großen Koordinator wäre. Mal sehen. Ja,
Oh. Ah. Oh, guck mal, ein Rekorder. Professor, kommen Sie zum Tag des Todes. Dann lassen wir die Geiseln frei. Wir erwarten Sie heute noch. Sonst sterben Ihre Leute um Mitternacht. Professor, warum nehmen die denn nicht mich? Ich bin der Einzige, der den magischen Ballermann bedienen kann. Kai, was die wollen, ist mein Wissen. Vermutlich soll ich ihnen helfen. Sie kommen alleine nicht mehr weiter. Ja, das ist es. Sie sind nicht in der Lage, den Stahl herzustellen. Das Einzige, was sie haben, ist das Titanium. Ich würde nicht gehen. Das ist doch ein ganz mieser Trick. Das finde ich auch. Professor, wenn die die Formel haben, dann ist es aus. Die bringen sie um. Professor, wo er recht hat, hat er recht. Lieber einen Augenblick feige als ein Leben lang tot. Aber nur so kriegen wir die Geiseln. Das sind zwei Leben gegen eins. Aber was ist denn, wenn wir jemand anders hinschicken und sagen, sie hätten die Masern oder so? Ja, ich gehe. Du gehst nicht. Das hat doch keinen Sinn. Meine Ideen wollen sie haben. Und deshalb werde ich mich in die Höhle des Löwen begeben müssen. Ich gehe nicht nur wegen der zwei Geiseln. Es gibt noch einen anderen Grund. Ich kann herausfinden, wie groß ihre Vorräte wirklich sind. Denn das ist schon von Interesse für mich. Hört zu. Was auch immer mit mir passiert, bleibt unserer Idee treu. Und vergesst mich nicht. Denkt daran. Ihr kämpft für den Frieden. Und noch eins. Ihr seid die Elite, die die Welt braucht. Kai, pass gut auf dich auf. Mach's gut. Inspektor. Professor, lassen Sie sich nichts gefallen. Ja. Hm? Mach ich. Auf Wiedersehen. Mhm. Lagi? Professor? Ach, ich muss euch noch etwas sagen, meine Freunde. Kai, du musst mir etwas versprechen. Wenn ich dabei sterben sollte, legt meinen Körper in einen Sarg aus Titanium. Und dann beschießt du den Sarg mit Deltastrahlen. Das mache ich, Professor. Ich weiß, dass Sie zurückkommen, denn Unkraut vergeht nicht. Ich hoffe. Lagi, gehen wir. Gas. Lass die Gefangenen sofort frei. Herr Professor! 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 Lauf zur Straße, da wartet Lagi. Er macht schnell. Ja, wen haben wir denn da? Ist das schön! Der Junge muss geölt werden. Nun, wo ist die Formel?
Die Formel ist in meinem Kopf. Seh zu, wie er sie bekommt. Dann guck dir das mal an. Professor! Professor! Wenn du nicht redest, sind die beiden auf der Stelle tot. Ihr miesen Schweine. Na, habt ihr sie endlich, die geheimnisvolle Formel zur Gewinnung von Titanium? Ja, erhabener Koordinator. Er hat sie uns freiwillig überlassen. Und mit dieser Formel können wir Roboter bauen, die stärker sind als die Vorgänger. Das weiß ich nicht. Was soll das heißen? Zweifelst du daran, dass er echt ist? Er ist der Abwehrchef der Erde. Dieser Mann ist gerissen. Wir können nicht vorsichtig genug sein. Schluss damit! Wir werden sehen, ob sie echt ist. Spätestens, wenn die zwei Roboter miteinander kämpfen. Verliert dann unser Roboter. Schickt ihn in die Milchstraße. Hallo? Alarmstart? Wieso? Ein Roboter? Bin schon unterwegs. Wo ist denn hier ein Roboter? Wohl eine Montagsarbeit. Also dann. Pass mal auf, so ein kleines Teufelchen wie dich verrolle ich doch im Schlaf. Ab geht die Post. Auf Wiedersehen, Willi. Hat der ein Ersatzteillager? Lach nur, mit dir Ochsen tanze ich gleich Ringelreihen. Na klar, was dachtest du denn? Ich hau nicht ab. Der muss doch endlich mal eine Beule kriegen. Ah, ah. Wir sind da. Ich schmeiß die Eierchen ab. Ja.
mich erwischt. Verdammt, ich muss landen. Ich auch. Ich schütte dich zu. Da, eben haben sie den Dachstuhl gemacht. Kein Wunder, wie der aussieht. Kai, bist du verletzt? Antworte. Hörst du, Kai? Starte, zieh Leine. Wird Zeit, dass ich aus dem Verkehr gezogen werde. Fantastisch, Professor. Unseren Glückwunsch. Vor allem, Ihre Leute werden über diese Leistung begeistert sein. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass der Professor Ihnen die Formel verraten hat. Aber dieser Roboter muss aus Titanium gewesen sein. Kai. Kai, das ändert jetzt auch nichts mehr. Warte, wir sind gleich wieder da. Lagi, kommt mal her. Ich bin zwar ein Dummerchen, aber ein kluges Dummerchen. Mir ist da was eingefallen. Kommt mal her. Ich habe mir die Gegend im Tal des Todes mal genauer angesehen. Mhm. Kai hat den ermordeten Bergarbeiter hier gefunden. Hier. Aha. Und da habe ich den Professor hingefahren. Genau da. So. Und hier sind Sue und Charlie verschwunden. Ja, genau. Komisch, nicht? Alles hier in dieser Ecke. Eigenartig, nicht? Es muss doch irgendeinen Zusammenhang geben. Aha. Professor, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Der Roboter ist eine Sensation. Wunderbar. Danke. Wann beginnen Sie mit der Produktion einer neuen Kampfmaschine? Sie meinen das doch nicht etwa ernst, oder? Und ob? Ich will eine Kampfmaschine, die mächtiger ist als die ganze übrige Welt zusammen. Dann werde ich zum Herrscher des ganzen Universums. Glauben Sie wirklich, ich würde mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben keine andere Wahl. Na gut. Eine Bedingung. Und die wäre? Lass die zwei Geiseln hier raus. Und diesmal keine Tricks. Sonst tut sich gar nichts. Na gut, ich werde die beiden freilassen. Dann sehen wir weiter. Hinterkopf! Hallo, hallo! Lagi, Lee, da sind die beiden, ja. Was macht ihr denn hier? Woher sollen wir wissen, dass die zwei echt sind? Hm? Hey, Inspektor, sind Sie mit dem fliegenden Moped da? Die müssen echt sein. Woher weiß er sonst von meinem fliegenden Moped? Hallo, Sue. Die Buster sind frei. Jetzt müssen Sie Ihr Versprechen einlösen. Ich muss gar nichts. Sie wollen mich betrügen? Ich denke, hier darf jeder mal. Strafdienst! Diese Feiglinge hauen ab. Kai, Vorsicht! Ich vermute, dass es eine Falle ist. Die wollen uns hier weglocken. Ich schlage vor, wir bleiben hier und warten ab.
Der jetzt im Bergwerk. Und da bleibt er auch. Ich werde ihn schon klein kriegen. Er wird erst wieder befreit, wenn er für uns arbeiten will. Der Eingang zum Bergwerk liegt also unter Wasser im See. Deshalb haben sie das Titanium so lange geheim halten können. Aber irgendwo muss noch ein zweiter Ausgang sein. Arbeit, du Schwein! Du hast zwei Möglichkeiten, Professor. Entweder du arbeitest für uns, oder du wirst hier verrecken. An die Arbeit, du Schwein, los! Oder bist du zu fein dazu? Hey! Hat hier noch nie jemand versucht zu fliehen? Das ist unmöglich. Hört auf zu quatschen! Ich muss hier versuchen zu fliehen. Wind. Das ist doch Wind. Och, die Sonne. Los, rein da! Los, geh! Hopp! Du versuchst dich noch einmal zu fliehen! Ich versuch's wieder. Dein Essen. Was denn? Der Professor ist tot? Ja, großer Koordinator. Vermutlich war das alles zu viel für ihn. Kurz vor seinem Tod hat er noch versucht zu fliehen. Da mussten wir ihn auspeitschen. Am besten, wir werfen seine Leiche in den See. Moment, stopp! Er war ein bekannter Wissenschaftler. Dem See ist das doch egal. Es wäre besser, wenn wir ihn zurückgeben würden. Was soll ich denn mit der Leiche anfangen? Außerdem bin ich der Meinung, dass man ihn respektvoll behandeln sollte. Immerhin war er uns behilflich. Bei unseren Forschungsarbeiten. Und was sollen wir machen? Legt ihn in einen Sarg aus dem Metall, das er für unsere Robots und Waffensysteme entwickelt hat. Darin wird er bestimmt die ewige Ruhe finden. Was hängt denn da für eine Kiste an den Fallschirmen? Das scheint eine Postwurfsendung zu sein. Das landet nach ihm. Oh. Professor, Sie haben ihn umgebracht. Professor! Professor, das kann nicht sein. Ich hab's geahnt. Wir haben Schuld. Wir hätten verhindern müssen, dass er sich in Gefahr begibt. Professor. Verabschiedet euch von dem besten Freund, den wir hatten. Professor, Ihr Tod war nicht umsonst.
Nein, wir rächen ihn. Ja. Moment, Moment. Kai, bevor ihr geht, schließt den Sarg und beschießt ihn. Was sollen wir machen? Habt ihr das vergessen? Der Professor hat es selber gesagt. Als er zu den anderen ging, hat er vor uns allen gesagt, ich will, dass ihr mich in einen Sarg aus Titanium legt und ihn mit Deltastrahlen beschießt. Hat er das gesagt oder nicht? Hm? Ja. Wir sollten seinen letzten Wunsch erfüllen. Ja, du hast recht. Dann werden wir einheizen. Andocken! Adieu, mein Freund. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, dich erwisch ich. Versuch ruhig zu fliehen, aber es wird dir nichts nutzen. Der Professor hat uns sein Geheimnis verraten und damit schlägt eure letzte Stunde. Kommt, wir starten. Gemacht! Larry, Lee, schnell, schnell! Was ist los? Ich glaube, sein Herz schlägt noch. Professor! Professor! Hallo! Professor! Ja, er lebt! Hallo und guten Tag. Alles in Ordnung? Professor, meine Nerven. Professor, was hat das alles zu bedeuten? Tu doch mal was. Ich erkläre euch alles später. Lee, Lucky, Sue, ungefähr 30 Meilen von hier befindet sich ein See. Hinter dem Wasserfall liegt der Eingang zum Bergwerk. Holt unsere Leute da raus. Gemacht! Kann jemand einem Alterchen vielleicht mal erklären? Echt? 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 Hi, ich bin's. Hörst du mich? Das ist ja die liebe Stimme vom Alten. Mein Plan hat funktioniert. Wieder da. Er wieder? Er ist wieder da? Hör zu, du kannst ihn nur ausschalten, wenn du seinen Computer zerstörst.
Der Zentralcomputer liegt ungeschützt im Hinterkopf. Roger, verstanden. Ich versuch's. Die Gelegenheit lasse ich beim Schock. Jetzt gibt's was auf den Hinterkopf. Jetzt kommt das böse Händchen. Jetzt lernst du tanzen. So, zur Abwechslung jetzt mal eine Rolle vorwärts. Können Sie aber jetzt einschmelzen. Kai, flieg zu Ihrer Basis. Und beeil dich, wenn's geht. Die brauchen da Unterstützung. Gemacht. Schnell raus hier, los! Darüber. Hier ist dicke Luft. Beeilt euch. Großer Koordinator, alles ist verloren. Sie haben unsere Titaniumminen in die Luft gejagt. Wie konnte denn so etwas passieren? Antwortet! Wir wissen es auch nicht. Vermutlich hat sich der Professor nur totgestellt. Und wir sind darauf reingefallen. Ich könnte mir die Haare ausreißen. Komm nur, ich mache dich fertig. Davon träumst du. Thank you.
Mach mir doch nicht so viel Arbeit! Fahr zur Hölle, du Versager! Kommt's eben anders, als man denkt. Erledigt! Das war knapp. Da vorne sind sie. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Die kriegen, was sie brauchen. Su, halt's ihm ein. Das schmelze ich mit meinem Tauchsieder. Äußerst aufdringlich. Zu, eisgrauer Vater. Wenn ich weg bin, ziel auf die Birne. Eisgrau. Nehme ich dir übel. Sieht aber unfreundlich für uns aus, nicht wahr? Ja. Wir ziehen uns zunächst einmal auf eine Umlaufbahn zurück. Verstanden. Aber eins nehme ich euch übel. Dass ihr mit eurer fliegenden Teekanne die Preise verderbt. Wenn ich euch das nächste Mal erwische, verbiege ich euch den Schnorchel. Ah!
gut in die Milchstraße.